Sehr geehrter Herr Präsident Macron, sehr geehrter Herr Bundespräsident, sehr geehrter Herr Bundestagspräsident, sehr geehrte Frau Schäuble, sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, sehr geehrter Herr Präsident des Bundesrats, sehr geehrter Herr Präsident des Bundesverfassungsgerichts, ich begrüße Sie alle sehr herzlich. Ebenso begrüße ich die Mitglieder des diplomatischen Korps. Ich begrüße mit Ihnen auch die Mitglieder der Bundesregierung und des Deutschen Bundestags, der Landesregierung von Berlin und Brandenburg, der Parlamente von Berlin und Brandenburg. Ich begrüße die Vertreterinnen und Vertreter der Bundeswehr und des Reservistenverbandes, denen ich heute für ihre engagierte Unterstützung unserer Arbeit ganz besonders danken möchte. Ich begrüße die Repräsentanten der Glaubensgemeinschaften und ein herzlicher Gruß gilt den Vertreterinnen und Vertretern unserer Partnerorganisationen aus dem In- und Ausland, ganz besonders denen aus Russland, der Ukraine und aus Weißrussland. Ich begrüße Sie alle hier im Plenarsaal, vor allem aber begrüße ich die vielen jungen Menschen, die heute unter uns sind. Und junge Menschen, die uns durch ihre Friedensprojekte unglaublich unterstützt haben in den letzten Monaten und Wochen. Und ich begrüße alle Zuschauerinnen und Zuschauer, die diese Feierstunde im Fernsehen verfolgen. Heute, am Volkstrauertag, gedenken wir in Deutschland der Opfer der Kriege und der Gewaltherrschaft. Wir trauern mit den Familien und Menschen, denen Angehörige und Freunde entrissen wurden. Und wir besinnen uns auf unseren Auftrag, den Frieden zu erhalten, Frieden, den wir in unserem Land nun schon seit 73 Jahren erleben dürfen.
Meine Damen und Herren, 100 Jahre ist es nun her, dass der Erste Weltkrieg, der oft als Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts bezeichnet wird, endlich zum Stillstand kam. 17 Millionen Menschen hatten bis dahin den Krieg mit ihrem Leben bezahlt. Weitere Millionen waren seine Opfer als Krüppel, als Traumatisierte und als Menschen, die ihr Liebstes verloren hatten. Die Waffen schwiegen im November 1918, aber ein dauerhafter Friede wurde trotz mehrerer Friedensverträge nicht erreicht. Denn in diesen Friedensverträgen war noch kein Platz vorgesehen für Aussöhnen, für den wirklichen Versöhnungsgedanken. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg, der noch viel grausamer und verlustreicher war als der Erste, gelang es, ein solches Versöhnungswerk ins Leben zu rufen. Wichtige Impulse gingen dabei von Frankreich aus. Das friedensbereite Zugehen von General de Gaulle auf Bundeskanzler Adenauer und die Initiative des französischen Außenministers Schumann, die 1952 zur ersten europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl führten, das waren Meilensteine auf diesem Weg. Trotz der politischen Blockgrenzen, die Europa nach dem Zweiten Weltkrieg teilten, wurde uns Deutschen, die wir mit dem Zweiten Weltkrieg ungeheuerliches Leid über Europa und über die Welt gebracht haben, auch aus dem Osten die Hand gereicht. Es waren, meine Damen und Herren, polnische Bischöfe, die ihren deutschen Glaubensbrüdern 1965 mit einer unglaublich großen Geste des Verzeihens geschrieben haben: Wir vergeben und wir bitten um Vergebung. Dass Polen, Frankreich und Deutschland heute in der Europäischen Union mit weiteren 25 Partnern vereint sind, ist für uns ein unglaublich großes Glück. Die in vielen Jahren gewachsene und erprobte vertrauensvolle Partnerschaft, ja Freundschaft in dieser Gemeinschaft, wird auch organisatorische Veränderungen überdauern. Darauf vertrauen wir und dafür sind wir allen Partnern auch dankbar. Robert Schumann und sein Landsmann, der Franzose Monnet, der einer der Architekten der Europäischen Gemeinschaft war, wussten, dass die Voraussetzung für Versöhnung in der Bereitschaft besteht, sich die Hände zu reichen. Die Verstetigung aber nur erfolgen kann, wenn diese Hände für ein gemeinsames Aufbauwerk genutzt werden. Im Miteinandergestalten, im Füreinander einstehen, auch im Untereinander ringen um die beste Lösung, entstehen Vertrauen und Respekt dem anderen gegenüber. Versöhnung heißt nicht vergessen. Versöhnung beginnt, indem wir eigenes und anderes Versagen erkennen, Schuld bekennen und auch das Leid des anderen anerkennen. Erst dieser Dreiklang ermöglicht einen dauerhaften Frieden. Frieden mit sich selbst und Frieden mit dem Gegenüber. Alle Versuche, die dunklen Jahre unserer Geschichte zu relativieren oder gar zu verharmlosen, sind hingegen nur Wegbereiter für neue Vorurteile, neue Konflikte und vielleicht sogar neue Kriege. Wenn heute wieder Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und dumpfer Hetze Platz gegeben wird, um die Idee des gemeinsamen Europa zu diskreditieren, müssen wir uns dem mit entschlossenem Nachdruck entgegenwirken. Das, meine Damen und Herren, ist unser aller gemeinsame und vorrangige Aufgabe.
Darum Europa hat der Volksbund über das Bild der endlosen Reihen von Kriegsgräbern geschrieben. Auch Deutschlands Zukunft kann nur über diese gemeinsame, gleichberechtigte Zusammenarbeit gelingen. Dies ist meine tiefste Überzeugung. Dass wir dabei in Ihnen, Herr Staatspräsident Macron, einen wichtigen Mitstreiter haben, der mit Mut, Ideen bereit ist, voranzugehen, das gibt uns allen Zuversicht. Und Zuversicht ist eine wichtige Energie für die Gestaltung der Zukunft. Danke, dass Sie heute bei uns sind und zu uns sprechen. Wir stehen mit Trauer und Fassungslosigkeit vor den unzähligen Opfern der Kriege und der Gewaltherrschaft. Wir gedenken ihres Leides auch dadurch, dass wir heute alle miteinander solidarisch und öffentlich uns zu unserer Aufgabe bekennen, die Ursache von Krieg, Terror und Unterdrückung mit allen zu Gebote stehenden Mitteln zu bekämpfen. Unser Gedenken, meine Damen und Herren, das lähmt uns nicht, nein, es treibt uns an und es gibt uns Motivation für aktive Friedensarbeit. Wie das konkret gehen kann, das haben in diesem Jahr viele junge Menschen bewiesen, indem sie das Gedenken an den Ersten Weltkrieg gemeinsam durch zahllose Friedensprojekte bereichert haben. 100 Friedensbotschaften wurden mit Unterstützung des deutsch-französischen Jugendwerks in dem Projekt Jugend für den Frieden erarbeitet. In den Schulprojekten, in denen der Volksbund sehr eng mit unserer französischen Partnerorganisation und der britischen Botschaft zusammenarbeiten durfte, entstanden künstlerische Werke zum Thema Krieg und Menschenschicksal. Sie, meine Herren Präsidenten, haben die Ergebnisse heute gewürdigt. Durch ein von Hertha BSC und dem Volksbund initiiertes Fußballprojekt trafen sich in dieser Woche Nachwuchsmannschaften verschiedener Länder, um die Gräber ihrer im Ersten Weltkrieg gefallenen Vereinskameraden zu besuchen, zu pflegen und natürlich auch um Fußball zu spielen. In all diesem zeigt sich der Wille und das Engagement zum Frieden und auch dieses gibt uns Zuversicht für die Zukunft. Von den Erfahrungen, die unsere Fußballmannschaften in Belgien gesammelt haben, wo bereits 1914 an Weihnachten deutsche und britische Soldaten spontan aus den Schützengräben stiegen, um ein friedliches Fußballspiel zu unterbrechen. Über diese Ergebnisse werden wir Ihnen heute noch berichten. Man nennt es das Wunder von Weihnachten 1914. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen allen, die Sie uns bisher bei der Erfüllung unserer Aufgaben unterstützt haben. Und diesen Dank, meine Damen und Herren, verbinde ich mit meiner Bitte, dies auch weiterhin zu tun. Danke.
Thank you.
Guten Tag. Ich heiße Jonas Klein und bin U16-Spieler des FC Schalke 04 sowie Schüler der Gesamtschule Bergefeld in Gelsenkirchen. Im Rahmen von Fußball und Gedenken haben Schülerinnen und Schüler meiner eigenen Schule und des Friedrichs-Gymnasiums Kassel an internationalen Worldcamps teilgenommen, die der Volksbund mit Unterstützung der britischen Premier League für uns organisierte. Dabei haben wir mit Nachwuchsspielern von Hertha BSC, den britischen Vereinen Liverpool und Southampton sowie dem belgischen Club Brügge und dem französischen Club Albert an gemeinsamen Projekten gearbeitet. Worum ging es bei diesen Projekten? Wir erforschen die Schicksale gefallener Soldaten, vor allem gefallener Fußballspieler. In Belgien und Frankreich besuchten wir Soldatenfriedhöfe und hielten gemeinsam formulierte Gedenkreden für die dort ruhenden Soldaten. Zu Beginn fragte ich mich, warum sollte ich heute Unbekannter gedenken, die seit 100 Jahren tot sind? Meine Gedanken kreisten eher um mein nächstes Spiel, die nächste Klausur oder das nächste Date. Das änderte sich, als es um den Weihnachtsfrieden von 1914 ging. Damals verließen britische und deutsche Soldaten entgegen ihre Befehle die Schützengräben. Sie sangen Weihnachtslieder, tauschten Geschenke aus und spielten Fußball. Für einen kurzen Moment schossen sie nur noch mit ihren Füßen. Für einen Augenblick konnten sie vergessen, dass sie eigentlich Feinde sein sollten. Das kostete bestimmt enorm viel Mut. Und dieser Mut hat mir nicht nur imponiert, sondern mich diesen unbekannten Menschen näher gebracht. Dieser Mut, aufeinander zuzugehen, ist das, was ich auf diesem Projekt mitnehme und versuchen werde, in meinem eigenen Leben umzusetzen. Anders werden wir den Berg aus Hass, vor dem Menschen in vielen Teilen der Welt stehen, nie überwinden können. Wir sind auf die Idee gekommen, den gefallenen Soldaten Briefe zu schreiben, um ihnen zu sagen, dass sie nicht vergessen sind. Dann und nur dann wird das Versprechen eingelöst, dass in diesen Tagen Menschen in aller Welt den gefallenen Soldaten geben. At the going down of the sun and in the morning, we will remember them. My name is Ethan Ennis and I play for Liverpool Football Club under 14s. Wilfred Bartrop fought and died in the First World War and played for my football club, Liverpool FC, in 1913 and 1914. Seine Karriere wurde durch den Ausbruch des Ersten Weltkrieges beendet, als die Fußballverbände der Männer in England ihre Tätigkeit einstellten. Wilfried meldete sich 1916 zur Königlichen Feldartillerie und wurde im Sommer 1918 nach Frankreich geschickt. Am 7. November 1918 wurde Wilfried in der Nähe des belgischen Orts Soissons durch feindliche Artillerie schwer verwundet. Ich besuchte Wilfrieds Grab im Rahmen der Football Remembers Tour gemeinsam mit Mannschaftskameraden und Schülern einer deutschen Schule. Unser Brief an Wilfried. Lieber Wilfried, ich weiß so viel über dein Leben. Aber ich weiß nicht, was du gefühlt hast. Ich erinnere mich auch an die früheren Fußballer, die ihr Leben gegeben haben. Ich würde gerne viele Fragen stellen. Wie war es für dich? Wie war es für Liverpool zu spielen? Ich frage mich, wenn du noch leben würdest, hättest du eine Familie gegründet und Enkel gehabt, die jetzt hier an meiner Seite stehen könnten? Heutzutage gibt es keine Feindschaft mehr zwischen unseren Nationen, einfach nur den Fußball. Vielen herzlichen Dank, Wilfried. Du wirst nie allein sein. You will never walk alone. Bonjour, je m'appelle Nolan. J'ai 13 ans, je joue à USO Albert. Guten Tag, ich heiße Nolan, spiele bei UO Albert und ich habe hier einen Brief an den gefallenen französischen Nationalspieler Julien Verbrugge. Lieber Julien, wir erinnern uns an dein Schicksal, ein Schicksal, das vor 100 Jahren viele andere Menschen teilen und das leider auch noch heute immer viele Menschen ereilt. Du hast als erster junger Mann im Ersten Weltkrieg auf französischer Seite gekämpft und bist im Sommer 1916 mit 26 Jahren in der Schlacht an der Somme gefallen. Im April besuchten wir dein Grab auf dem Friedhof von Albert, legten zusammen mit Fußballern Blumen nieder und sangen an deinem Grab. Das war ein bewegender Moment.
Und dann verbrachten wir in Belgien im Rahmen einer Recherchereise nach Ypern einen Tag in Nässe und Kälte auf den ehemaligen Schlachtfeldern und heutigen Gedenk- und Trauerorten. Und wir konnten erahnen, was du in den Gräben und auf den Schlachtfeldern erleben musstest. Nicht nur die Widrigkeiten des Wetters. Und man hatte dir, wie übrigens auch den deutschen Soldaten auf der anderen Seite gesagt, es gebe einen Erbfeind, den du bekämpfen musst und dass du daran immer denken sollst und dass du nie vergessen darfst. Ein Krieg, tja, den keiner wollte. Und du konntest deinen Traum nicht verwirklichen, als jüngster Spieler für das französische Team zu spielen, bist aber für Frankreich gestorben. Als Kind einer französischen Mutter und eines belgischen Vaters würde es dich sicher freuen zu hören, dass wir alle 100 Jahre später hier in einem vereinten Europa gemeinsam für den Frieden arbeiten. Wir gedenken gemeinsam der gefallenen Soldaten, trauen um sie und kümmern uns um die Friedhöfe, ob belgisch, deutsch, englisch oder französisch. Darin zeigen wir die Bereitschaft, einander zu vergeben und unsere Zusammengehörigkeit trotz und gerade der Unterschiede, nos différences nous unifient, wie es im Motto der französischen Fußballnationalmannschaft heißt. Mein Name ist Linus Gechter und ich spiele bei Hertha BSC und besuche die Sportschule im Olympiapark. Wir haben Friedhöfe besucht, auf denen zusammen mehr Tote liegen, als Gäste in unser Stadion passen. Über 100.000 Tote. Bruno Pagel ist einer von ihnen, ein deutscher Soldat, der im Ersten Weltkrieg gefallen ist. Er war ein Spieler meiner Hertha. Lieber Bruno Pagel, es war für uns eine Ehre, dein Grab zu besuchen. Dein Schicksal hat uns zum Nachdenken gebracht. Am 29. April 1896 wurdest du in Berlin geboren. Dann riss dich der Krieg 1917 mit gerade einmal 21 Jahren aus dem Leben. Es tut weh zu sehen, dass dein Leben durch einen Krieg beendet wurde, der eben nicht der Krieg war, der alle Kriege beendet, wie viele dachten. Er war im Gegenteil, wie wir gelernt haben, die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts. Dein Schicksal zeigt, dass es in einem Krieg, anders als im Fußball, nur Verlierer, aber keine Gewinner geben kann. Wir spielen heute für denselben Verein wie du früher. Schon damals wusste man, dass Fußball verbindet, dass Fußball zu Zusammenhalt, Respekt und Fairplay aufruft. Doch davon war in dem Krieg, in dem du kämpfen musstest, nichts zu spüren. Ich werde oft, wenn ich in unser Stadion gehe und die Zuschauer und Fans sehe, an die vielen Kreuze in Frankreich und Belgien und an dich denken. Dich grüßt deine alte Dame Hertha. Ruhe und Frieden. Ich heiße Archie Ford und ich spiele für die Jugendmannschaft von Southampton. Frederick Costello wurde 1883 in Birmingham geboren. Er spielte für meinen Club FC Southampton. 1914 hatte sich Frederick schon zum Royal Warwickshire Regiment gemeldet. Der Krieg sollte bis Weihnachten zu Ende sein und für Frederick war es. Er fiel am 19. Dezember 1914. Wir haben Briefe an Frederick geschrieben. Hier sind einige unserer Gedanken. Lieber Fred, da du unter ähnlichen Bedingungen wie ich groß geworden bist, fühle ich mich den Ideen und Erfahrungen, die während der Grausamkeiten des Weltkrieges zustande kamen, enger verbunden. Keiner kann mir einen überzeugenden Grund nennen, warum so viele junge Männer in den Krieg gezogen sind oder warum der Krieg überhaupt ausbrechen musste. Was gewinnt man durch Kriege? Ein größeres Land? Mehr Geld? Mehr politische Macht? Das einzige Ergebnis sind mehr Tote. Du hast deine Karriere aufgegeben, um unser Land zu verteidigen und für unsere Freiheit und Rechte zu kämpfen. Deshalb genügend Worte nicht, um meiner Dankbarkeit Ausdruck zu verleihen. Wir gedachten deine auf eine eigene Weise in Flandern, wo dein Name geschrieben steht. Wir sangen When All the Saints, das Lied unseres Clubs. Wir haben überlegt, wie du dich wohl gefühlt hast und du lebst in unserem Herzen für immer weiter. Mein Name ist Anna-Leonie Rassmann und ich bin Schülerin der Gesamtschule Bergerfeld in Gelsenkirchen. Meine Heimatstadt ist Gelsenkirchen. Hier lebte auch Franz Kahlke. Er wurde 1899 geboren, spielte Fußball für Westfalia Schalke, dem heutigen FC Schalke 04, und zog früh in den Krieg. Er starb kurz vor Kriegsende. Der Besuch seines Grabes hat uns so berührt, dass wir ihm einen Brief geschrieben haben. Lieber Franz, alles an dir war mir fremd und unvertraut. Das begann schon mit deinem Vornamen, Franz. So heißen heutzutage keine Jungs mehr. Am Tag unseres Besuchs war es sehr kalt und windig und es gab niemanden, der nicht fror. Eigentlich wollten wir sofort in unsere Unterkunft zurück, um uns mit Decken und heißen Getränken zu wärmen. Doch was, wenn es eine solche warme Unterkunft gar nicht gibt, so wie sie es für dich nicht gegeben hat? Für dich gab es vor allem Kälte, Hunger, Heimweh
und Todesangst. Die Schützengräben waren dein einziges Zuhause. Übrigens komme ich auf meinem Weg zur Schule jeden Tag an der Grenzstraße vorbei, deinem letzten Wohnort. Du bist damals diese Straße entlang gegangen, so wie ich es heute tue. Seit ich das weiß, betrachte ich diese Gegend mit ganz anderen Augen. Plötzlich hat sie ein Gesicht, eine Geschichte, eine Bedeutung. Der Name auf deinem Grabstein ist nicht mehr nur ein Name, genauso wenig wie alle anderen. Keiner von uns wird dich und dein Schicksal vergessen können, auch damit sich so etwas nie wiederholt. Dein Schicksal bestärkt uns darin, weiterhin Friedensarbeit zu leisten. Ich heiße Alexander und ich spiele für den FC Brügge in Belgien. Vor einigen Wochen hörte ich zum ersten Mal die Geschichte der Brüder Josef und Ignace Evrard. Beide wurden in Brügge geboren, Josef 1894 und Ignace 1896. Wie viele andere Jungs spielten die Brüder Fußball? Sie spielten für unsere Nachbarn, Cercle Brügge, und als der Erste Weltkrieg begonnen hat, emigrierten die meisten Mitglieder der Familie Evrard nach Großbritannien. Die Brüder beschlossen jedoch, in Belgien zu bleiben und ihr Land zu verteidigen während des Krieges. Im Laufe der Kriegsjahre spielten sie Fußball, um sich zu entspannen. Während des Krieges kämpften sie Seite an Seite und starben gemeinsam am 28. September nach einem Angriff. Sie sind nebeneinander begraben. Und hier kommt mein Brief an die Brüder Evrard. Liebe Evrard-Brüder, wir sind froh, dass wir an der Football Remembers Tour teilnehmen konnten. So haben wir von euch erfahren und unsere Achtung vor euch ist jetzt enorm. Ende Oktober gedachten wir eurer mit großer Wertschätzung und in Frieden an euren Gräben. Als Zeichen unserer Achtung und Anerkennung eurer Tapferkeit legten wir ein Blumengebinde und einen Ball des FC Brügge auf eure Gräber. Wir haben auch den Song You'll Never Walk Alone gesungen. Wir werden euch nie vergessen und für immer werdet ihr in unseren Herzen weiterleben. Obwohl ihr für unseren großen Gegner Cercle Brügge gespielt habt, werden wir euch stets als Freunde im Gedächtnis behalten. Tränen haben keine Farbe. You'll never walk alone. Mein Name ist Moritz Reimann und ich bin Schüler des Friedrichs-Gymnasiums in Kassel. Abschließend möchte ich Ihnen von einigen Erfahrungen und Erkenntnissen berichten, die wir während unseres Projekts gewonnen haben. Zu Beginn schien uns der Erste Weltkrieg weit weg von unserem Leben. Auf den Friedhöfen sahen wir dann die Gräber tausender Soldaten. Zu einigen dieser Soldaten hatten wir geforscht. Bei manchen fand sich nur ein Name, bei anderen weit mehr. Durch diese intensive Beschäftigung mit einzelnen Personen sind uns deren Schicksale sehr vertraut geworden. Nicht zuletzt auch, weil sie unsere Schule besuchten oder in unserem Sportverein spielten. So kam uns Geschichte sehr nah. Jedes Grab steht für einen Menschen mit Hoffnungen, Träumen und Zielen. Viele waren so alt wie wir, als sie aus dem Leben gerissen wurden. Hier tritt uns das Grauen des Ersten Weltkriegs entgegen. Das millionenfache Leiden und Sterben ermahnt uns, dieses Kapitel der Geschichte in der Erinnerung wachzuhalten, damit sich ein Krieg dieses Ausmaßes in Europa und der Welt nie wieder ereignet. Damit das Gespür für die Gefährdung des Friedens geschärft wird. Die Soldatengräber des Ersten Weltkriegs lehren uns, welche Folgen aggressiver Nationalismus und Großmachtstreben haben können und wie wichtig die Bewahrung des Friedens, der Humanität, der Demokratie und der Menschenwürde in einem Europa der Partnerschaft und Verständigung ist. Denn es sind diese Werte, die beileibe nicht selbstverständlich sind und jeden Tag aufs Neue bedacht, gelebt und vor allem verteidigt werden müssen. Überall, auch im Sport. Dazu verpflichtet uns jedes einzelne verlorene Leben, jeder Name auf einem Grabstein der Friedhöfe des Ersten Weltkriegs.
Monsieur le Président de la République fédérale. Herr Präsident der Bundesrepublik Monsieur le Président du Bundestag. Herr Präsident des Madame Bundestages. La Chancelière de la République fédérale. Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel. Du Bundesrat. Herr Präsident des Monsieur Bundesrates. De la Cour Herr Präsident fédérale. Des Bundesverfassungsgerichtes. Monsieur le Président du Volksbund. Herr Präsident Mesdames, des Messieurs Volksbundes. Les meine sehr verehrten Damen Mesdames, und Herren Botschafter. Meine sehr verehrten Mesdames, Damen und Herren Abgeordnete. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Das Gefühl, das ich hier und heute vor Ihnen empfinde, ist Dankbarkeit. Ich blicke auf diesen Ort, ich schaue in Ihre Gesichter und ich muss an unsere Geschichte denken. Insbesondere an diesem Volkstrauertag, der ja im Anschluss an den Ersten Weltkrieg entstanden ist, dessen 100-jähriger Gedenktag uns zusammengeführt hat.
Nichts verpflichtete sie, ausgerechnet in diesem Jahr, das französische Staatsoberhaupt einzuladen. Denn die deutschen Erinnerungen an den 11. November 1918, der vier tragischen Jahren für unsere beiden Völker ein Ende bereitete, und an die Zeit danach, sind noch schmerzhafter als die französischen Erinnerungen. 2 Millionen Opfer. Nichts verpflichtete sie dazu. Aber sie haben es getan. Und nun stehe ich hier vor Ihnen und bei allem Respekt muss ich eines sagen, mit dieser Geste erkenne ich Sie wieder. Denn kein Volk hat seine Geschichte so aufrichtig aufgearbeitet, um die Lehren aus der Vergangenheit zu ziehen. Und indem Sie sich an diesem Volkstrauertag an Frankreich gewendet haben, haben Sie einmal mehr bewiesen, dass Sie über die gigantischen Friedhöfe hinaus, wo unsere gefallenen Landsleute liegen, die einem beispiellos tragischen Krieg zum Opfer gefallen sind, dass Sie beschlossen haben, historische Konflikte zu überwinden und unermüdlich für den Frieden zu kämpfen. Um diese Vergangenheit zu bewältigen, hat Deutschland nicht und nie darauf verzichtet, Deutschland zu sein. Im Gegenteil, denn das deutsche Wunder wird von einem Volk verkörpert, das die blutrünstigen Dämonen des Nationalismus verbannt hat, um an eine aus dem Mittelalter hergebrachte und ehrenwerte Tradition wieder anzuknüpfen, die darin besteht, über die Freiheit sowie die politische und soziale Eigenständigkeit des Menschen zu reflektieren. Und dieses Deutschland, der Philosophen, der Wissenschaftler, der Ingenieure, der Künstler, der Dichter und Denker und der Industrieunternehmer haben sie aus den Klauen des Infernos gerettet, in das Demagogen und Tyrannen ihr Land gestürzt hatten. Und ich bin stolz, dass Frankreich bei dieser Wiederauferstehung seine Rolle gespielt hat. Denn Frankreich hat Deutschland auf dem Weg zur Emanzipation von jeher begleitet. Nach den ab 1918 begangenen Fehlern der Nachkriegszeit haben wir 1945 die Kraft, die Größe und die Weitsicht für die Aussöhnung gefunden. Und das haben wir gemeinsam getan. Und weil unsere Nationen den Weg zurück zu ihrem Wesen gefunden haben und sich die Hand gereicht haben, im Sinne eines wiedergefundenen Miteinanders, konnten 70 Jahre des Friedens auf europäischem Boden folgen. Und das haben wir getan, ohne zu vergessen, unserer Toten zu gedenken, ohne unsere Fehler und Verantwortungen zu verdrängen, ohne den Fakten und Folgen unserer Geschichte aus dem Weg zu gehen. Wir haben es mit Klarheit und mit Ansprüchen, mit gegenseitigem Vertrauen und Offenheit getan. Und weil ich heute hier an diesem geschichtsträchtigen Ort bin, freue ich mich umso mehr über diesen gemeinsamen Weg, den wir beschritten haben. Rückblickend könnte man sagen, dass wir dem berühmten Aufruf von Goethe und so über Gräber vorwärts gefolgt sind. Aber, liebe Freunde, wir haben noch viel mehr erreicht. 200 Jahre lang waren unsere Länder der Ausgangspunkt erbarmungsloser und ewiger Konflikte, die ein Europa mit kriegerischem Schicksal geprägt zu haben schienen. Und indem wir einen nachhaltigen Frieden geschlossen haben und dessen Fundament mit Kooperationen in allen Bereichen gestärkt haben, indem wir das deutsch-französische Gespann zur treibenden Kraft eines geeinten Europas ausgebaut haben. Nous avons fait du couple franco-allemand le cœur d'une Europe unie. Dem nach und nach neue Partner beigetreten sind diesem Europa, die manchmal Feinde, manchmal Freunde gewesen waren, haben wir zusammen auf unserem Kontinent diesen Gedanken durchgesetzt, der zwar in den Anschauungen unserer größten Denker bereits keimte, in den Köpfen der Menschen aber nur bedingt und konfus wahrgenommen wurde und von den Machthabern hartnäckig zurückgewiesen wurde, den europäischen Gedanken. Nous avons ensemble durant ces dernières décennies fait du rêve d'Erasme, de Goethe, de Hugo et de Zweig une réalité. Im Zuge dieser letzten 2 Jahrhunderte haben wir aus den Träumen von Victor Hugo und Stefan Zweig eine Realität gemacht.
Und durch diesen Gedanken ist kein Krieg zwischen Europäern denkbar, weil unsere Gemeinsamkeiten stärker als unsere Unterschiede sind und weil sich im Zuge der Jahre eine Besonderheit, eine Identität, eine Kultur, ein Gefühl der Zugehörigkeit und der Zusammengehörigkeit in Europa entfaltet hat. Dieser europäische Gedanke steckt in uns Politikern. Er bestimmt den Alltag unserer Institutionen und Unternehmen. Er bestimmt die Zukunft für unsere Jugend und unsere Völker. Wir haben unsere Differenzen nie bestritten. Wir haben sie nie gegeneinander positioniert. Wir haben sie zusammengelegt und dabei entdeckt, dass in der Summe, in der Vielfalt, wir hier mehr Ausstrahlung und mehr Souveränität haben. Das Konzept der Völker oder der Nationen haben wir nie von uns gewiesen. Aber zusammen ist es uns gelungen, den tödlichen Narzissmus unserer kleinen Unterschiede zu überwinden. Wir haben nichts verwässert. Wir haben viel dazu gewonnen. Das, was gestern eine Antwort auf die unerbittlichen Kriege war, die uns zerrissen haben, ist heute eine Antwort auf die Spaltung der Welt geworden. Dieses gemeinsame Unterfangen machte die Aussöhnung und dann die Wiedervereinigung Ihres Landes und unseres Kontinentes möglich. Und heute müssen wir zusammen den Mut finden, um ein neues Kapitel aufzuschlagen. Denn das schulden wir Europa, weil uns die Bedeutung der Zeit, in der wir leben, noch nicht vollends bewusst ist. Wir sind es all denjenigen schuldig, die in den letzten 70 Jahren daran gearbeitet haben, dieses friedliche Europa zu bauen. Die bedrohliche Sicherheitslage, der Klimawandel, der Umbruch, den die Digitalisierung mit sich bringt, die Revolution der künstlichen Intelligenz, der landwirtschaftliche Wandel, die Herausforderung der Migration. Für all diese Herausforderungen wurde die Europäische Union nicht konzipiert. Sie ist dafür nicht aufgestellt. Mit ihren Partnern haben Deutschland und Frankreich Europa wieder zusammengeführt, zusammengenäht und einen Binnenmarkt errichtet, auf dem der Handelsaustausch und der Wettbewerb stimuliert wurden. Aber lassen Sie uns ehrlich sein, unsere Grenzpolitik, unsere gemeinsame Verteidigung, unser Umgang mit der digitalen Welt sowie unsere Währungsunabhängigkeit sind Bereiche, die von unseren Gesetzen stiefmütterlich behandelt werden. Und unsere Europäische Union tastet sich mit der Berührungsangst eines Anfängers an diese Themen heran. Und dennoch ist genau in diesen Fragen die deutsch-französische Verantwortung gefragt, bei der Errichtung einer modernen, effizienten und demokratischen Souveränität. Und das kann nur von uns ausgehen. In den Begrifflichkeiten steckt die Herausforderung. Es darf keine Denkverbote geben. Wir müssen unsere Tabus und Gewohnheiten überwinden. In Frankreich ist Souveränität ein stehender Begriff. In Deutschland weiß ich, dass er bisweilen für Verwunderung sorgt, ja sogar für Furcht und Ängste. In Deutschland ist die Europäische Union selbstverständlich. Ein Europa mit 28, morgen 27 Ländern, hat etwas Beruhigendes. Frankreich hingegen trauert noch der Anfangszeit der EGKS mit seinen 6 Gründerstaaten nach und vergisst dabei, wie ängstlich wir damals waren, als das Unterfangen in den 50er Jahren gestartet wurde. Hier in Deutschland sorgen Regeln für Vertrauen und Dazugehörigkeitsgefühl. Auf der anderen Seite des Rheins lösen sie Misstrauen aus und werden umgangen in geschickter Art und Weise. Aber eigentlich stehen wir doch vor denselben Herausforderungen und Hoffnungen. Denn wir alle wünschen uns eine geregelte Weltordnung, einen fairen Handel, eine geschützte Umwelt, nachhaltige, ausgewogene Verhältnisse. All die Dinge, die unsere Gesellschaften geprägt hat zwischen individueller Freiheit und kollektiver Solidarität. Das, was Sie in Deutschland soziale Marktwirtschaft genannt haben, und was ich Jahrzehnte später mir auf die Fahne geschrieben habe, mit der universellen und romantischen Patrie. Das alles ist Europa.
Europa mit seinen Werten. Und diese Werte müssen wir hochhalten, um uns den Herausforderungen unserer heutigen Welt zu stellen. Diese neue deutsch-französische Verantwortung oder Aufgabe besteht darin, Europa mit den notwendigen Instrumenten der Souveränität auszustatten. Natürlich haben wir vor dieser neuen Aufgabe Angst, denn jeder von uns wird im Sinne einer Vergemeinschaftung seine Entscheidungsbefugnisse, seine Außenpolitik, seine Migrations- oder Entwicklungspolitik sowie einen wachsenden Teil seines Haushaltes oder sogar seiner Steuereinnahmen teilen müssen, um eine europäische Verteidigung zu verwirklichen, um aus dem Euro eine internationale Währung mit einem europäischen Haushalt zu machen, um ein europäisches Flüchtlingsamt mit gemeinsamen Regeln zu schaffen. Das ist der Sinn. All das wartet auf uns. Das sind die Aufgaben, denen wir uns stellen müssen. Aber lassen Sie mich hierzu zwei Fragen stellen. Ist es, fragt der eine oder andere, nicht eher ratsam, in diesen Fragen weiterhin untätig zu bleiben? Und vor allem die Frage, war es für unsere Vorgänger einfacher? Für Briand, für Stresemann, für Adenauer, für de Gaulle, für Mitterrand und Helmut Kohl? Mussten sie nicht noch stärkere Tabus, noch schmerzlichere Vergangenheiten, noch heftigere Widerstände überwinden? Wir haben diese Verantwortung und diese Aufgabe, jetzt zu handeln, weil wir es Europa schulden, weil wir es der Welt in ihrem derzeitigen Zustand schulden. Denn diese unsere Welt steht heute am Scheideweg. Entweder sie stürzt sich, wie es bereits vorgelebt wurde, in den Abgrund der grenzenlosen Faszination für Technologie ohne Gewissen, für Nationalismus ohne Gedächtnis und für Fanatismus ohne Werte. Oder diese Welt besinnt sich auf die aufregenden Errungenschaften des Fortschrittes und beschließt, dass die gesamte Menschheit davon profitieren sollte. Auf diesem Kontinent, inmitten unserer Europäischen Union, entsteht heute ein neues digitales Modell, welches Innovation, Umbruch, Datenschutz und Regulierung aller Protagonisten unter einen Hut bringt. Von hier aus ist die Energiewende und der Kampf gegen den Klimawandel gestartet und von hier aus wird dieser Kampf weitergeführt. Aus Europa kommen neue Ansätze im Multilateralismus für den Handelsverkehr, die Sicherheitspolitik, für die Migrationspolitik und die Umweltpolitik. Europa und in dessen Mitte das deutsch-französische Gespann hat die Pflicht und die Aufgabe, die Welt nicht ins Chaos abdriften zu lassen und sie auf einen friedlichen Kurs zu bringen. Und deshalb muss Europa stärker werden. Deshalb muss Europa mehr Souveränität erobern, weil es seiner Rolle nie gewachsen sein wird, wenn es selbst zum Spielzeug der Großmachten wird, wenn es nicht mehr Eigenverantwortung übernimmt für seine Sicherheit und seine Verteidigung und wenn es sich mit einer untergeordneten Rolle in der Weltpolitik zufrieden gibt. Es gibt zu viele Mächte, die uns ausbremsen möchten und die sich dazu in unsere öffentliche Diskussion einmischen, unsere offenen Demokratien angreifen und die versuchen, uns gegeneinander auszuspielen. Und in dieser Weltordnung, die wir sehr ernst nehmen müssen, bleibt unsere Stärke, unsere wahre Stärke, die Einheit. Einheit bedeutet nicht zwangsläufig Übereinstimmung oder Einheitlichkeit. Denn um Europa voranzubringen, müssen wir auch bereit sein, unterschiedliche Rhythmen und Bündnisse zu akzeptieren. Wir müssen akzeptieren, dass der eine oder andere ein Projekt oder eine Kooperation startet, Euro, Schengen, aber immer im Sinne der gegenseitigen Offenheit und unter Berücksichtigung der Interessen eines vereinten Europas. Aus unserer Souveränität muss auch eine Stärke entstehen. Wenn wir unsere Bürger gegen neue Risiken schützen wollen und uns die Freiheit einräumen möchten, selbst über unsere Zukunft zu entscheiden, brauchen wir mehr europäische Souveränität. Und diesen Kampf haben wir noch lange nicht gewonnen. Es wird ein ewiger Kampf bleiben. Denn er setzt voraus, dass wir bereit sein müssen, uns gemeinsam neuen Risiken zu stellen. Jede Generation muss sich hier auf ihre eigene Art und Weise einbringen. Zwischen unseren Völkern müssen alle Generationen zusammenhalten. Jede Generation muss jetzt zögern, ihre Hemmnisse überwinden, weil wir wissen, was wir zusammen und geeint erreichen können.
Le 5 septembre 1914, am 5. September 1914 le poète et starb der französische Philosoph und Dichter Charles Péguy durch einen Kopfschuss auf dem Schlachtfeld in Villeroy, als er seine Kompanie zum Angriff anführte. Es ging das Gerücht um, dass er wenige Tage zuvor aus der Entfernung von dem jungen deutschen Dichter Ernst Stadler, der in Colmar geboren wurde, erkannt wurde, der die Gedichte von Péguy ins Deutsche übersetzt hatte. Der junge Deutsche ließ Péguy eine Nachricht zukommen, die der Empfänger nicht verstand. Er hatte sich bemüht, stundenlang hat er es gelesen, aber er konnte sie nicht verstehen. Aber auf diese Nachricht soll er geantwortet haben: Werter Freund, ich verstehe Ihre Worte nicht, aber ich liebe Sie. Am 30. Oktober 1914 fiel Ernst Stadler in Ypres. Er war 31 Jahre jung. Und genau das ist unsere Geschichte. Eine tragische Vergangenheit, geprägt von Hoffnung und Zusammengehörigkeitsgefühl. Kurz vor seinem Tod hatte Ernst Stadler seinen Band Der Aufbruch herausgebracht, in dem man unter anderem diese Verse voller Menschlichkeit lesen kann. Vielleicht führten uns am Abend Siegesmärsche umstreichen. Vielleicht legen wir irgendwo ausgestreckt unter Leichen. Aber vor dem Erraffen und vor dem Versinken würden unsere Augen sich an Welt und Sonne satt glühen trinken. C'est pour que nous aussi, und damit auch unsere Augen nous puissions sich nous rassasier du an Welt und Sonne satt und glühend trinken können, que nos anciens haben unsere Vorfahren ihr Leben alors geopfert. Oui. Ja, assurément. Ja, l'Europe es stimmt, dass Europa nicht immer und in allem ein Mais Vorbild aujourd'hui war. Au monde le visage aber heute zeigt Europa der Welt ein anderes Gesicht und lebt vor, wozu die Menschheit imstande ist, wenn die Hoffnung stärker als das Schicksal ist, wenn die Freundschaft zwischen den Völkern stärker als der kriegerische Wahn ist, wenn wir entscheiden, dass morgen besser als gestern sein wird. Und die starke Bindung zwischen Frankreich und Deutschland ist der Beweis dafür, dass das möglich ist. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, im Namen der Französischen Republik möchte ich mich abermals dafür bedanken, dass Sie mir an diesem besonderen Tag die Möglichkeit gegeben haben, in diesem geschichtsträchtigen Gebäude im Namen des französischen Volkes unsere unerschütterliche Freundschaft mit dem deutschen Volk zu bekräftigen. Danke, dass Sie mir erlaubt haben, daran zu erinnern, dass wir gemeinsam ein neues Kapitel in der Geschichte Europas aufschlagen werden. Dessen bin ich mir sicher. Und genau wie die kleine Nachricht, die Ernst Stadler Péguy geschickt hat, ist es jedes Mal so, wenn man vielleicht nicht unbedingt die Wörter versteht, die aus Frankreich kommen. Denken Sie daran, dass Frankreich Sie liebt. Es lebe Frankreich. Es lebe die Bundesrepublik Deutschland. Es lebe die deutsch-französische Freundschaft. Und es lebe Europa.
Wir denken heute an die Opfer von Gewalt und Krieg, an Kinder, Frauen und Männer aller Völker. Wir gedenken der Soldaten, die in Weltkriegen starben, der Menschen, die durch Kriegshandlungen oder danach in Gefangenschaft als Vertriebene und Flüchtlinge ihr Leben verloren. Wir gedenken derer, die verfolgt und getötet wurden, weil sie einem anderen Volk angehörten, einer anderen Rasse zugerechnet wurden, Teil einer Minderheit waren oder deren Leben wegen einer Krankheit oder Behinderung als lebensunwert bezeichnet wurde. Wir gedenken derer, die ums Leben kamen, weil sie Widerstand gegen Gewaltherrschaft geleistet haben, und derer, die den Tod fanden, weil sie an ihrer Überzeugung oder an ihrem Glauben festhielten. Wir trauern um die Opfer der Kriege und Bürgerkriege unserer Tage, um die Opfer von Terrorismus und politischer Verfolgung, um die Bundeswehrsoldaten und anderen Einsatzkräfte, die im Auslandseinsatz ihr Leben verloren. Wir gedenken heute auch derer, die bei uns durch Hass und Gewalt gegen Fremde und Schwache Opfer geworden sind. Wir trauern mit allen, die Leid tragen um die Toten, und wir teilen ihren Schmerz. Aber unser Leben steht im Zeichen der Hoffnung auf Versöhnung unter den Menschen und Völkern. Und unsere Verantwortung gilt dem Frieden unter den Menschen zu Hause und in der ganzen Welt.
Ah.